ich freue mich auch. Gestern. Ihr wollt ja nur überspielen, dass ihr gestern nicht gewählt habt. Wer war gestern bei der, wer hat Europa gewählt? Oh, doch, so viel, Entschuldigung. Hätte ich nicht, also viele Bettnässer nicht, aber die anderen haben gewählt. Und was habt ihr gewählt, AfD? Nein. Es hat ja eigentlich auch keine Sau interessiert. War noch nicht richtig Thema hier in der Sendung. Europa. Das sind aber die Deutschen, die sagen, scheiß Europa, müsst ihr sowieso alles nur bezahlen. Die Deutschen sind ja so Weltmeister, die alles scheiße finden. Die sind ja immer so, gerade in Deutschland, die haben ja, gerade in Europa, was haben die für Skandale? Das ist ja nix. Guck mal hier, die Polen, das ist ein ganz tolles europäisches Land. Die haben den Papst, die haben ja diesen Polen Paul, diesen Johannes Paul II., haben sie heilig gesprochen. Die haben mal was vorzulegen. Wir haben nur Uli Hoeneß. Der will natürlich auch heilig gesprochen werden, muss aber jetzt in den Knast. Der Runde muss ins Eckige, ist auch schön. Aber ich fand das toll mit dem Papst. Wir haben ja auch so einen Papst, der ist ja noch in Reserve. Aber der deutsche Papst ist natürlich, der ist zurückgetreten, das steht in der Dienstbeschreibung gar nicht drin, aber der tritt zurück. Du denkst dich, das sind die Deutschen, die sagen sich, einmal im Leben Rentner sein, das gehört dazu. Das ist wirklich, jetzt geht es da im Vatikan zu wie in Deutschland auf dem Spargelfeld. Der Pole arbeitet, bis er tot umfällt. Ja. Der Deutsche geht nach Hause, wenn er müde ist. Ach, mehr reicht. Das ist wirklich alles sehr peinlich. Aber überhaupt ganz Europa, was haben wir denn? Die AfD hat ja auch gesagt, wir müssen die Grenzen zumachen. Die wollen die Grenzen wieder zumachen. Da darf keiner rein, das finde ich Quatsch. Guck mal, seit die Bulgaren und die Rumänen einströmen, sind die Türken unsere Freunde. Wenn die mit dem türkischen Taxifahrer zusammenstehen, guck mal, scheiß Ausländer. So funktioniert Integration. Das ist sensationell. Ich finde das toll. Und Conchita Wurst, hast du auch schon drüber gesprochen, das ist der österreichische Beitrag. Jetzt haben wir weltweit, also wirklich Homophobie, ein Riesenthema. Wer ist homophob? Hand hoch. Du hast doch was gegen Schwule, oder? Nein. Aber du bist schwul, oder? Nein. Warum nicht? Aber das sind die Männer. Wenn du mit Männern redest, hast du was gegen Schwule? Nein, ich hab nichts gegen Schwule. Schwule sind ganz normale Menschen, da hab ich nichts gegen. Bist du schwul? Nein, ich bin schwule Wichser. Ich hau dir auf die Fresse. Ja, das ist typisch männlich. Natürlich, die haben alle Schiss davor. Deswegen, wenn du eine Männerparty zerschießen willst, dann schmeißt du einfach einen Schwulenporno rein. Dann kriegen die Anfall. Mach das aus, was ist das denn? Ekelhaft, die ficken sich in den Arsch. Das finden die. Ja, rausgerissene Gedärme, zerschnittene Kehlen, überhaupt kein Problem. Aber obwohl die Männer stehen ja alle auf Analverkehr. Stimmt's? Komm, gib's zu. Aber selber wollen sie nicht haben. Nee, das tut weh. Das tut dreimal weh, dann ist gut. Das wird der Hoeneß auch noch merken. Ja, das ist. Ja, mein Gott. Ist halt so. Ich frage jetzt in Frankreich, die Franzosen, ach, schönes europäisches Volk. Das haben sie in François Hollande. Kennt ihr François Hollande, le grand président, le stecher? Boum, boum, cherche la femme. Das ist ein geiler Typ. Ja, der hat sich die beliebteste Schauspielerin Frankreichs gekrallt und die in so einer Mafiabude durchgevögelt, wo ich gesagt habe: Respekt, das kann uns in Deutschland nicht passieren. Stell dir mal, das wäre ja so, als hätte Angela Merkel eine Affäre mit dem beliebtesten Schauspieler Deutschlands. Wer ist das? Till Schweiger. Und die Vögel in eine Bude von Uli Hoeneß. Das geht nicht. Das kann man. Obwohl die Vorstellung wäre schon. Also, Angela, so ganz. Da machen wir nicht so wild. Du weißt doch, mein Becken, das ist noch nicht so richtig zusammengebaut. Das kann man dann machen. Angel. Angel. No, das war doch damals keine Absicht. Das war ein Verkehrsunfall. Also das mit dem Langlaufskiunfall, das nehmen die mir nicht nochmal. Aber so machen wir langsam hier. Ne? Also. Angel, du weißt, im Zweifel würde ich auf Händen bis ans Ende der Welt tragen. Bis ans Ende der Welt. Das ist ja lieb von dir, Till, aber ich will gar nicht zurück nach MacPom. In diesem Sinne, Europa ist großartig. Dankeschön. Tschüss, bis zum nächsten Mal.